Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin heute etwas krank, aber habe mir gedacht, ich mache mal einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ja, dann wollte ich euch zuerst mal ein bisschen was von dem zeigen, was wir mittlerweile, also der Remix 3210 und Freesaker und noch der Kahn, was wir zusammen alles halt gebaut haben. Ist halt noch nicht so viel, aber na, was soll das denn jetzt? So, ich guck erstmal, ich wollte euch mal erstmal kurz den Garten zeigen. Na, was machst du, blödes Huhn, denn hier? Ja, schön gackern, Alter. So, ja, hier ist halt ein Brunnen, hier ist so eine, ich weiß auch nicht, ich wurde schon gefragt von Kollegen, warum ich das so gebaut habe. Ist halt so passiert, ne? Kann man ja auch nichts machen. Ich hab's halt so gebaut, weil es irgendwie so ganz stylisch aussieht. Hier halt mit Misa, wunderbare Pflanzen und so. Finde ich richtig. Also das sieht richtig geil aus auf dem Texture-Pack. Ein paar Kakteen. Hier noch auch noch so ein Beet. Mann, ich bin heute echt ziemlich mies drauf. Also auch wenn die Musik gerade ziemlich funny ist. Da hatten wir ja so eine kleine Höhle, hier ist unser Dock, da wo wir immer mit unserem Boot losfahren können. Was wir mal machen sollten. Aber hier hat der Freesaker wieder alles gesagt, der alte Wichser. Da muss ich hier auch nochmal kurz nach basteln. So. Ja, das ist schon in Ordnung. Naja, auf jeden Fall. Dieser Wunsch mit dem Kino, den jemand hatte. Den habe ich wahrgenommen und habe mit The Remix 3210 zusammen ein relativ großes Kino gebaut. Was vielleicht jetzt von innen nicht so, also es ist leider etwas asymmetrisch geworden, aber man sieht es nicht. Die Höhlenmusik spielt gerade. Caretakers 100. Part läuft heute im Kino. Einlass um 15 Uhr, ab 18 Jahren. Warum denn ab 18? Sind meine Minecraft-Videos so titte, dass die ab 18 sind? Mhm. Okay. Ah, Kinosaal. Yeah. Gut, dann hat The Remix hier noch was gebastelt. Das gucke ich mir jetzt gerade auch mal an. Hallo. Kann man hier durchgehen, okay. Ich verstehe jetzt zwar auch nicht genau, was das darstellen soll, aber The Remix, der hat auch ziemlich gute Ideen öfters mal. Na gut. So. Hier gibt es auch noch einen Raum, da müssen wir so rein, weil ich das jetzt gerade anders nicht kann. So, ich bastel das auch gleich wieder zu. Das ist nämlich hier oben die Loge, wo auch der Projektor drin steht. Von hier aus wird der Film auf die Leinwand übertragen. Ja, natürlich ist das Minecraft und nicht in echt da möglich, aber ja, sonst so ein bisschen rumschnackseln. Was macht der denn hier? Zombie? Hör auf rumzurotzen. Das ist ja widerlich. Ja, egal, der guckt mich nur ein bisschen dämlich an. Jetzt hört doch mal auf, meine Türen hier einzukloppen, wo auch immer ihr gerade seid. Also ehrlich. Na gut, tschüss. Wie machen wir das jetzt mit der Tür? Da muss ich mir noch was überlegen. Hey, Kahn-LP. Das Haus ist leider noch ein bisschen dunkel. Ich habe mir auch noch nicht genau gedacht, wie man das ausleuchten kann. Das hat er halt gebaut mit einer relativ stylischen Mauer, muss ich sagen. Dieser Typ Mauer ist mir wirklich, tut mir leid. Ich bin heute einfach übertrieben krank. Aber ich will halt noch ein Video machen, weil es Spaß macht. Hallo Creeper. Ich glaube, den greife ich mal besser nicht an, sonst fliegt Kollegas Haus in die Luft. Hier gibt es auch noch ein zweites Stockwerk. Hier gibt es auch noch keine Treppe. Hops. Hops du Mops. Hier ist noch so eine Art Balkon. Ja, der wollte da dran noch bauen, aber Kollege, bei dem der gerade war, hat den halt nicht weiterbauen lassen. Und selber hat er kein Minecraft mehr. Aber ich finde diese
Sind wir aber recht stylisch, muss ich an der Stelle sagen. So, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen nach oben. In dem Kino waren wir ja gerade erst. Das hier, dieses Anwesen, es gehört The Remix 3210. The Remix 3210. Hahaha, lol. Okay, ich gehe mal jetzt kurz dahin. Na, Spinne, wie geht's denn so? Ja, ist ein cooles Haustier, weißt du das? Guck mal, wie die mich anglotzt. Ne? Ja, vor allen Dingen hat eine Spinne auch zwei Augen. Also, nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Augen eine Spinne hat. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Bevor The Remix 3210 mir das gesagt hatte, dass es geht, wusste ich auch nicht, dass man Kakteen in Blumentöpfe setzen kann. Na, auf jeden Fall alles Wichtige hier. Truhe, Plattenspieler, Werkbank, Ofen und ein Amboss. Eine Truhe, zwei Plätze zum Schlafen. Und was ist denn das jetzt? Scheint sein Mülleimer zu sein. In den Müll, wo du hingehörst. Nee, da möchte ich nicht so gerne rein. Ja, was ist das denn jetzt? Das sieht ja jetzt mal gerade richtig lustig aus. Ich muss zugeben, mein Skin hat auch ein ganz kleines bisschen Ähnlichkeit mit mir. Wenn auch nicht viel. Nein, ich will jetzt. Mann, Alter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwie hier alles verhunzeln. Sind wir schon bei 7 Minuten wieder? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier immer so einen Wecker neben mir stehen, dann kann ich immer auf die Uhr gucken. Was ich noch zeigen wollte: Der Tempel ist gerade dabei, freigeschaufelt zu werden. Also, hier war ja vorher ein Berg. Hier steht jetzt, wie gesagt, das Haus von The Remix 3210. Ich habe jetzt schon mal einen Teleporter gebaut zu Freezys Baustelle. Wie ich es so schön genannt habe. Ja, und der hat hier schon so eine Art Brücke fertiggestellt. Achso, ich dachte, da fehlt jetzt was. Das war nur. Ja, da ist auch noch nicht mehr zu sehen. Das ist einfach nur so eine riesige Brücke. Die hat auch relativ lange gedauert zu bauen. Wenn ihr wieder zurückkommen wollt, der hat auch einen eigenen Quarz-Teleporter gebaut. Der leider noch nicht gerade an die richtige Stelle zurückteleportiert. Der andere Teleporter ist nämlich eigentlich hier. Aber naja. Ich werde mal schauen, was man da machen kann. Ich mache mir gerade mal kurz die Musik leiser. Mir tut das schon wieder in den Ohren weh. So. Gut, dann nehme ich mal eben. Dann gebe ich mal kurz Clear ein. 10 Gegenstände hatten wir im Inventar. Das. Mann, ernsthaft, die ganzen Mobs. Was will ich mit denen auf einer weiteren Creative-Welt? Eigentlich um dieses Kino herum hier. Gibt es hier auch noch? Ja, hier gibt es auch noch so eine Art Gang. Okay, pass mal auf. Ich würde mal sagen, wir schaufeln mal kurz den Tempel frei, so ein bisschen. Da kann man ja schon mal mit weitermachen, oder? Nee, das ist schon relativ dröde. Das ist auch relativ langweilig, muss ich zugeben. Ich würde mir auch keinen Minecraft-Let's Play angucken, wo jemand die ganze Zeit irgendwelche Wege frei schaufelt, aber naja. Wer hier eingeschaltet hat, der ist leider dann. Ungefähr auf dieser Spur. Weil hier wird schon noch einiges freigeschaufelt. Ich habe ja vor kurzem habe ich Half-Life 2 vom Kollege gekriegt. Hab das gezockt. Also das ist ja dieses sagenumwogenste PC-Spiel aller Zeiten. Half-Life 2, über das selbst heute noch so viel geredet hat, obwohl es damals 2004 rauskam für PC halt. Und ich habe das jetzt, das Spiel halt vom Kollege gekriegt und. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Gibt jetzt eine Stelle, wo ich erstmal nicht weiterkomme, aber ja, es macht übertriebenst Bock. Aber richtig übertriebenst macht das Bock. Ich setze mal gerade meinen Kopfhörer komplett ab. Ich habe irgendwie so ein bisschen Ohrenschmerzen, wisst ihr? Wenn immer die Pollen fliegen, dann habe ich immer so ein paar krasse allergische Reaktionen und das ist dann immer ein endloser Kampf mit Leiden und allem. Ey, das ist schlimm, sowas. Und da stelle ich mir auch immer die Frage, warum gibt es überhaupt sowas wie Allergien? Warum?
Wie kann man denn, also okay, ich habe jetzt keine Allergie, keine Erdnussallergie, aber wenn ich mir das jetzt mal anschaue, wie kann man denn allergisch gegen Erdnüsse sein? Ich meine, krass, ne? Also, wenn man es sich mal genau durch den Kopf gehen lässt, ist es wirklich eigentlich krass. Also, dass man fast da einen Schock kriegt, einen anaphylaktischen, nur weil man jetzt eine Erdnuss kurz an seiner Haut hatte, also eine Sekunde oder so. So, ich muss jetzt mal gucken, wie wir das hier machen. Ich könnte jetzt auch noch, so ein Brunnen wäre eigentlich ziemlich geil, aber ich wüsste nicht, wo ich den gerade hinbauen soll. Deswegen müsste ich jetzt mal eben gucken, wo wir das machen. So ein ewiger Jungbrunnen. Was ist das denn eigentlich hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Es scheint mir ein riesiger Eisenturm zu sein, der offensichtlicherweise von innen noch nicht ganz ausgearbeitet wurde. Ich fliege da mal gerade hoch. Wow. Ja, ich muss sagen, das sieht schon beeindruckend aus von hier. Also das hat offensichtlicherweise, während ich die Map online hatte, jemand von den Leuten gebaut. Muss ich mal eben dann irgendwann noch nachfragen, wer das gewesen ist. Weil ich es nämlich ziemlich cool finde. Ja. Und ich muss mal, wie gesagt, ich muss mal gucken, was daraus noch alles so wird. Ich baue hier mal gerade so einen Steinboden rein, dann können wir gleich auch noch einen Weg hier hinbasteln aus Stein. Ja, und so weit, so gut sind wir eigentlich jetzt nur noch. Ja, eigentlich ist jetzt nur noch ein bisschen so schaufeln, was bauen. Weil ich bin heute in so schlechter Verfassung eigentlich, das schwöre ich euch. Dass ich wirklich Schmerzen in den Armen habe und alles Mögliche. Mir geht's heute wirklich so dreckig, einfach nur das. Das habe ich wirklich nicht oft. So. Ihr habt ja bestimmt auch schon von Slender The Arrival gehört. Das Spiel ist ja rausgekommen vor nicht allzu langer Zeit. Und ich habe das mit dem lieben Freeze-Hack, habe ich das. Ja gut, er bezeichnet sich manchmal selber gerne als lieben Freeze-Hacker. Ne, ich kann, also wenn einer da so eine Szene haben will, wo das sagt, dann fragt einfach, dann schicke ich euch ein Video. Ja, auf jeden Fall der liebe Freezy-Hacker und ich, wir haben zusammengeschmissen und haben dann halt ja, Slender The Arrival vorbestellt auf der Seite bei PayPal. Ja, und wir hatten dann halt das Spiel, waren so begeistert, ne? Dann wollten wir ein Let's Play davon gemeinsam machen, von dem Spiel. Und dann kam der Haken. Der Haken war nämlich, dass das Spiel eigentlich nur aus 5 Leveln bestand, die eigentlich, nee, eigentlich nur 4, wenn man es genau nimmt. Oder, also sollen wir mal ehrlich sein, eigentlich nur 3 Leveln, die man wirklich so ein bisschen mit Slender the 8 Pages vergleichen kann, zusammen mit einem kleinen Anfangstutorial oder so. Das Spiel, das endet auch sehr, sehr, sehr komisch. Es gab zum Beispiel da so ein Level. Das wäre das zweite. Wir haben alle 8 Seiten halt gefunden. Der Slenderman greift uns so an. Irgendwie kriegt das aber dann doch nicht hin, so wie es schien. Und ja, dadurch, dass wir alle 8 Seiten hatten, haben wir dann halt mehr oder weniger überlebt und wachen dann auf, als es wieder relativ hell ist. Und dann müssen wir in irgendeine Mine rein. Und in dieser Mine, da war nicht nur der Slenderman, der nochmal auf uns gewartet hat, da war noch so ein komisches anderes Viech. Was mein Kollege und ich dann, also der Freezehacker und ich, wir haben das dann gerne als The Rake bezeichnet. Also es ist ein Monster aus einer Creepypasta. Wer nicht weiß, was Creepypastas sind, bitte googelt es einfach, fragt mich das nicht ewig, weil es ist langsam wirklich nervtötend. Naja, auf jeden Fall, wir haben halt dieses Monster, das wir The Rake getauft haben, auch wenn es irgendwie überhaupt nicht so aussah. Ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat damals. DZW vor ein paar Wochen. Ja, wir hatten uns auf jeden Fall vorgenommen, Let's Play zu machen. Und es war nahezu unmöglich, dieses Level durchzuspielen. Weil einfach. Ja, weil. Weil es einfach total übertriebenst schwer war, vor dem Slenderman und diesem Vieh davon. Also vor den beiden wegzulaufen, ne? Und zu entkommen und in der Zeit 6 Generatoren in so einer riesigen Mine da irgendwie zu finden,
Ich schwöre euch, das war richtig, richtig übelst schwer. Wir haben das halt nicht geschafft. Da haben wir uns dann strikt dagegen entschieden, erstmal ein Let's Play zu machen. Also die Meinung hat sich bis heute nicht geändert. Also totale pure Enttäuschung bei mir und bei ihm. Slender the Arrival, viel zu kurz das Spiel. Ein Level kaum schaffbar. Wir haben es, jeder von uns hat es 8-mal versucht und wir haben es trotzdem. Entschuldigung. Wir haben es trotzdem einfach nicht geschafft. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Mir geht's heute, also ich sag das schon viel zu oft, aber mir geht's heute wirklich nicht gut. Wer jetzt sagen sollte, ein Let's Play doch nicht. Was glaubt ihr, warum ich Let's Play? Ja, weil es mir Spaß macht. Richtig. Ich werde das heute auch nicht so lange machen. Ich werde mir auch ein bisschen Zeit lassen, so beim Bauen. Wir haben ja hier eh nichts Großartiges, was wir bauen können. Ich hatte jetzt so eine Idee, dass wir hier vielleicht so ein Häuseli bauen. Häuserli, genau. Nee, irgendwie so ein halb quadratisches Haus. Aber aus anderen Materialien. Warte mal, was können wir nehmen? Wir könnten Sandstein nehmen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Auf jeden Fall erstmal den Lapisboden. Das ist ja im Gedenken an unser erstes Haus, was wir überhaupt gebaut haben, ist das ja natürlich relativ, hat einen ziemlich hohen Stellenwert. Ich würde sagen, Tropenholz geht ganz klar. Wartet mal eben, ey, ich bin. Ihr glaubt nicht, wie mir das heute echt geht. Oh, gemeißelter Quarzblock, der sieht aber geil aus. Da werde ich auch noch irgendwas draus bauen. Also, ich werde mir mit meinen Kollegen noch ein bisschen was überlegen, was wir so als Gemeinschaftsprojekt machen können. Wo ist denn dieses verdammte Tropenholz? Weißt du was? Ich gebe das einfach ein. Ich muss jetzt gleich noch gucken, ob wir eine Doppeltür nehmen müssen oder eine normale, weil ich baue ja meistens mit Symmetrie. Also ist eine Sache, wenn eine Sache auf beiden Seiten gleich ist, also haargenau gleich. Ich weiß, ich muss mal eben gerade gucken. So, sagen wir mal, wir beenden das Ganze hier mal mit der Wand. Die ist so lang genug auf jeden Fall. Ja, komm, hör auf, so. Das ist einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müssen hier noch 5 gebaut werden. Und dann gucken wir mal, was noch übrig ist. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben eine Doppeltür. Gut. So. Ich bin heute wirklich relativ ruhig. Das merkt man hoffentlich aber nicht so. Also an meiner Sprechweise. Sonst bin ich eigentlich relativ. Ich setze mal gerade den Kopfhörer wieder auf. Sonst bin ich eigentlich relativ oft am Reden. Oh, wir haben gar keine Musik mehr. Ah, doch haben wir, doch haben wir. Das war ein Fehler von mir. Oh, die Musik ist aber relativ unheimlich. Ja. Apropos Minecraft. Wenn ich jetzt gerade mal so darüber nachdenke. Tut mir einen Gefallen und gratuliert dem lieben Gronkh am 10.04. zum Geburtstag. Ja, Gronkh hat am 10.04. Geburtstag. Gebt mal Gronkh bei Wikipedia ein, dann wisst ihr auch, wie der in richtig, also wie er im echten Leben heißt. Aber ich will ihm nichts vorwegnehmen, also guckt einfach mal nach, wer es noch nicht gemacht hat. Ich finde das auf jeden Fall mega korrekt, dass Gronkh und Sarrazar zusammen da diese Firma halt aufgebaut haben. Playmassive. Was sie machen, finde ich auch ziemlich korrekt. Ja, und ich überlege schon, ob ich auch mal sowas machen soll, aber das wäre ja natürlich doof, jetzt den Grund Konkurrenz irgendwie zu machen. Also insofern man es überhaupt schaffen sollte, eine Konkurrenz darzustellen. Aber so eine Firma wie Playmassive, ich meine, der Name ist geil, das, was die machen, ist geil. Und die Leute, die da arbeiten, sind auch genauso genial. Weil, ich meine, das.
Stell dir mal vor, Gronkh ist dein Boss. Ich meine, das wäre so übertrieben korrekt, weil du kennst den ja aus den Videos. Du weißt ja, wie korrekt der ist. Und das wäre eigentlich total geil, Gronkh so als Boss zu haben. Das wäre wirklich cool. Der ist, was Minecraft und Let's Plays angeht, ein relativ sehr hoch angesetztes Idol bei mir. Ich würde auch immer darauf bürgen, dass er der allerbeste ist, was in der Let's Play-Szene vor sich geht. Was in der Comedy-Szene, da, ja, Comedy-Szene halt, da würde ich, also für den ersten Platz würde ich zwischen Ape Crime und Julians Vlog würde ich da mich entscheiden müssen, weil die beide ziemlich genial sind. Aber beide Kanäle, da gibt es Videos, da musst du dich aber richtig schön weglachen, weil das richtig lustig gemacht ist, Komödianten halt. Naja gut, bei Julians Vlog, er ist kein Komödiant, er ist eigentlich jemand, der, er hat ja seine, eigentlich seine, ja, Julians Vlog hat seine Berühmtheit, also dass er halt so berühmt ist und alles und dass er jetzt halt so weit nach oben gestiegen ist auf YouTube, das hat er ja durch die Rap-Analyse über Haftbefehl, die ich mir auch immer wieder gerne angucke, hat er das ganze Jahr erstmal so geschafft. Und weißt du, wenn du ein Video hast, was richtig genial ist, und du machst dann eins, was genauso genial ist, ne, dann bist du einfach jemand, der dem die Leute immer wieder gerne zugucken. Und ich bestrebe auch dieses Phänomen auch so ein bisschen irgendwie, ja, auch irgendwie bei mir heraufzubeschwören, aber das funktioniert halt nicht immer so. So, ich bastel hier noch kurz den Umriss, dann ist aber auch Feierabend, weil ich bin heute einfach zu angeschlagen, um hier noch weiterzumachen. Tut mir echt leid, Leute, ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll. Aber bei mir ist gerade echt Krise und ja, da kann ich halt fast, also, ist wirklich schon, für mich ist das jetzt schon wirklich, ja, 20 Minuten ungefähr, das ist schon. Ja, es ist schon anstrengend, also wenn man jetzt so ein bisschen kränkelt und so. Dann ist heute letzter Ferientag, muss ich morgen direkt wieder in die Schule. Oh, Alter, ernsthaft, warum, ey? Warum immer am letzten Ferientag? Ich meine, das ist mir in meinem Leben 8-mal passiert, dass ich am letzten Ferientag krank geworden bin. Ich finde das einfach nur schlimm. So, nehmen wir noch eine Fackel. Fockle. Nee, Fackel, nicht Fackle. Wir sind ja nicht Le Croissant François. So, ich packe mal hier drei Stück hin und hier auch noch drei Stück. Ja, und ich mache hier mal kurz ein Foto. Klingeling. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bin ich nächste Mal, ich meine, hoffen wir es, dass ich nächste Mal wieder ein bisschen gesünder bin als heute. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt euer Leben, denn ihr habt nur das eine. Ciao.